Herzlich willkommen zum neuen Video von MyShish. Ich bin der Adrian, euer Shisha-Sommelier des Vertrauens. Heute haben wir uns wieder für den Tabak von 187 entschieden, nämlich Super Black. Der ganze Tabak kommt in einer schwarzen Dose. Ich finde die Dose relativ stylisch. Super Black, das ist offizielle Beschreibung, Marshmallow mit Minze. Also man kann das so mit Sperm und Kaugummi vergleichen. Und preislich liegt der ganze Tabak bei 16,90 €. Also ja, Standard für 187 Tabaks und Durchschnitt so im Tabak-Game, würde ich mal sagen. Und dafür brauchen wir jetzt einen Tabak-Sieb. Genau. Bevor wir den Kopf bauen, schauen wir uns den Tabak mal genauer an. Hier sehen wir so einen mittelfeinen Schnitt. Schön eingezogene Molasse, schöne Feuchtigkeit, kaum Äste drin, also wirklich ordentlich. Und wie ihr aus den vorherigen Videos das schon kennt, bauen wir den Tabak bündig zu dieser Siebkante und lassen ihn eben dafür locker da reinfallen in das Sieb und drücken den dann so ganz leicht fest, dass man da eben das bündig hat und nicht sehr komprimiert den Tabak hat, aber so locker flockig sozusagen im Sieb drin. Und für alle, die den Kopfbau noch genauer und detaillierter sehen wollen, haben wir oben, links oder rechts, weiß ich nicht genau, das i eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu einem früheren Video, wo wir das Ganze noch detaillierter und genauer erklären. So, der Kopf ist fertig gebaut und wir sehen uns gleich wieder zur Rauchentwicklung und zum Geschmackstest. So, die Shisha ist angeraucht und wie ihr seht, raucht der Tabak schon sehr solide. Preislich liegt das Ganze bei 16,90 €, wie vorhin schon erwähnt. Das ist so durchschnittlich. Also geben wir da eine 3. Zur Verpackung lässt sich sagen, wie von 187 bekannt: schöne runde Dose, schön stapelbar und schön zugeschweißt, also keine nervige Plastiktüte noch drin. Also geben wir da eine 2. Zur Konsistenz, das habt ihr vorhin schon beim Kopfbau gesehen, schön mittelfeiner Schnitt, schöne Feuchtigkeit, eigentlich keine Äste, da geben wir eine 2. Ja, Rauchentwicklung habt ihr auch gerade eben schon nochmal gesehen, da geben wir eine 2. Und geschmacklich, das Wichtigste beim Tabak, geben wir eine 1, weil, wie vorhin schon erwähnt, so eine Spearmint-Note und das ist auch wirklich, der riecht so und er schmeckt auch wirklich so. Es schmeckt wirklich eine kühle, Kaugumminote eigentlich, kann man sagen, und schmeckt wirklich top. Und gesamt kommen wir da auf eine Note 2. Wirklich super solider Tabak, toller Tabak und vor allem natürlich für den Sommer auch geeignet. Abschließend lässt sich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Da gibt es auch einen Blog, da könnt ihr auch gerne euch mit anderen austauschen, gerne kommentieren, eure Meinung da lassen. Auch gerne unter dem Video oder welche Tabaks ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, schaut auch gerne auf Instagram oder auf TikTok vorbei. Und in diesem Sinne, guten Rauch, euer Shisha-Sommelier Adrian.